Das neue Fahrrad fürs Kind ist geliefert. Das Galano Toxic in 26 Zoll von der Firma Pentagon Sports. Einwandfreie Verpackung, super Umverpackung. Super verpackt. Das erstmal nur der Karton. Dahinter dann einmal schon ausgepackt das Fahrrad. Jede Lackfläche war einzeln mit Pappe versiegelt, dass da auch nichts passiert. Man sieht das einmal dahinter. Na, ansonsten super hochwertig, wirkt auf jeden Fall so. Zumindest der erste Eindruck passt. Na, sehr stylisch, sehr schön. Räder drehen rund, keine Eier drin oder ähnliches. Shimano-Schaltung, bisschen Zubehör. Na, Rückstrahler am Sattel. Dazu gab es noch eine Fahrradfernbedienung zum Aufbauen. Aber soweit erstmal der erste Eindruck. Einwandfreie Lieferung. Absolut geniale Qualität. Für den Preis kann man eigentlich nur sagen, top. Absolut einwandfrei. Ja. Ja, wie gesagt, machen wir uns an Zusammenbauen und dann schauen wir weiter. Wie gesagt, einmal der ganze Müll von den ganzen Lackflächen. Aber wie gesagt, bedingt dadurch sind die natürlich, abgesehen von ein bisschen Staub, absolut schier. Ja, Galano Toxic. So, hier nochmal ganz kurz ein bisschen kleine Beschreibung, die auf der Umverpackung war. Übrigens der Preis 199 Euro, also qualitativ eine absolute Kampfansage. Es gibt ein ähnliches Modell von der Firma Bergsteiger oder so. Ich glaube, ja, das sieht nahezu identisch aus. Kostet aber natürlich dementsprechend ein bisschen mehr. Ob es qualitativ deutlich besser ist, sei dahingestellt. Gut. So, ja, 20 Minuten später ist es dann fertig. Hier dann einmal ein paar Aufnahmen dazu. Wie gesagt, wer weiß, wie lange der Lack und das hält, aber soweit sehr schön, sehr schön. Klingeln wir noch dabei. Rückstrahler für vorne, Rückstrahler für hinten und am Sattel. 75% vormontiert. Pedale ran, Sattel rein, fertig. Ah ja, Lenker noch anbauen, logischerweise. Shimano Revo Shift. Ja, für 200 Euro eine absolut Top-Fahrrad. Könnte man fast noch ein größeres für Erwachsene bestellen. Gut, das soll es gewesen sein.